Ich habe euch heute eine neue Spielidee mitgebracht. Das Ganze heißt Kartenhaus-Biathlon. Und das funktioniert so. Also erstmal braucht ihr ein paar Spielkarten, aus denen ihr ein Kartenhaus bauen sollt. Aber die sportliche Challenge dabei ist, dass ihr zwischen jedem einzelnen Bauschritt immer nochmal eine Übung macht für 30 Sekunden. Das könnt ihr euch aussuchen, was ihr machen wollt. Ich kann euch ein paar Ideen an Übungen unten in die Videobeschreibung schreiben. Da könnt ihr euch einfach eine Übung aussuchen, die 30 Sekunden lang machen und dann die nächste Ebene von dem Kartenhaus bauen. Okay, ich mache das einmal vor. Und zwar habe ich mir den Hampelmann ausgesucht. Das heißt, ich mache jetzt 30 Sekunden lang Hampelmann und baue dann die nächste Ebene von meinem Kartenhaus. Genau, und jetzt ist die Aufgabe, kurz zu durchzuatmen, wieder ruhige Hände zu bekommen und hier die nächste Ebene des Kartenhauses hinzubauen. Und dabei natürlich möglich, die Karten auch nicht kaputt machen. Sieht stabil aus, jetzt ist es gebaut. Jetzt kommt die nächste Übung. Zum Beispiel, wir können eine Übung machen, um das Kartenhaus rumrennen, 30 Sekunden lang. Okay, das machen wir dann wieder 30 Sekunden lang. Und dann könnt ihr die nächste eben vom Kartenhaus bauen. Ihr könnt immer schreiben, wie groß euer Kartenhaus geworden ist in den Kommentaren. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß.